So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von KSP. Heute ist der Außenbordeinsatz dran. Ich würde sagen, wir starten direkt ein EVA. Das sieht ein bisschen creepy aus. Okay, loslassen. Ja, RFS. Huch. Okay. So, dann. Oh Gott, Außenbordeinsatz wird witzig. Inventar. Oh Gott. Okay. Was macht sie da? Meins hier? Ja, wie soll ich denn? Hä? Okay, wie soll das funktionieren? Equip. Ich glaube, ich hätte das hier reinpacken, also in diesen Container reinpacken sollen, oder? Scheiße. Ich glaube, ich habe einen technischen Fehler gemacht. Wie ging das mit dem Bauen nochmal? Ich kann ja nicht mein Jetpack, dann ist ja vorbei. Hey, das ist ja dumm. Den kann ich nicht wegtun, den brauche ich ja. Inventory. Ich glaube, da gab es eine Taste, um das zu aktivieren, ne? Scheiße, wie ging das nochmal? Ah. Nee. Aufbewahrungsbehälter für Anhalter. Was ist denn der Aufbewahrungsbehälter für Anhalter, der da? Nee, bis. Das ist der, glaube ich, ne? Crewkabine. Was sind die hier? Ich müsste das halt irgendwie in ein anderes Inventar kriegen, glaube ich. Das ist ja nur zu. Oder warte mal, brauche ich das?
Ist es das, was ich brauche? Nee, auch nicht. Doch, das ist es. Okay. Aber bleibt das offen? Wie weit reicht das? Es verschwindet das nämlich da unten schon, ne? Gott, ey. Warte. Okay, warte. Passt. Dann ist mir das auch egal. Hätte ich den Schraubenzieher nicht gebraucht, aber die Bohrmaschine, aber ist ja nicht so schlimm. Okay. Ich mache einen Screenshot. Liane hier im All rumtreibt. Achso, wir könnten ja auch noch mal. Kann ich gleich ein Licht anmachen? Ach doch, hier. Guckt euch das an. Vielleicht ein bisschen sehr helle. Aber es geht. Okay, fangen wir an. Ich muss in diesem Modus sein, ne? Okay. Ich sehe es gerade. Ersten Außenbordeinsätze. Das finde ich ein bisschen cool, muss ich sagen. Ich freue mich da gerade ein bisschen drüber. Okay. Das war ein bisschen dumm. Ja, das ist nicht richtig. Da müssen wir nochmal hoch. Warte mal. Da fliegen wir noch mal hoch. Das sieht nicht so schön aus. Ah, hier habe ich auch noch überall welche dran. Ja, ein bisschen mehr drin, genau. So. Zack, das wäre dann eher so hier, so, ne? Ein bisschen, und ja, das sieht besser aus. Das ist helle hier. Aber ja, nee, du musst mal dein Licht wieder ausmachen. Das ist mir helle genug hier. Okay. Sehr schön. Das Ding brauche ich dafür. Okay, das ist gut zu wissen. Gut, jetzt sollten wir ja den Schwachpunkt hier definitiv gefixt haben. Das sollte ja jetzt definitiv stabiler sein. Dann laden wir jetzt noch alles um. Also das ist ja nur so der erste Test, ne? Das war jetzt der erste richtige Außenbordeinsatz. Wir könnten theoretisch das hier auch noch ändern. Dann bräuchten wir aber den größeren Frachtlieferungen. Ich würde
dass aus von hier oder von hier oder hier, eins von beiden, alles hier rüber räumen. Wir gleiten ruhig und sachte dahin. Leani freut sich einfach. Denkt so, ja, geil. Wuhu. I'm in space. Ich kenne einen richtig coolen Screenshot. So ist die Erde aber auch noch mit drauf ist. So. Hast du in etwa? Okay, Leani, sorry, dass du so lange hier rumdümpelst. Aber die Screenshots müssen sein. Gibt schon auch einen schnelleren Weg, das alles hin und her zu schieben. So. Okay, den Baumodus können wir dann erstmal ausmachen. Muss ich näher ran oder wie? Ja, jetzt haben wir nämlich zwei Inventare quasi. Gut, das brauche ich ja gar nicht, wenn ich das andere habe. Das Ding ist für das hier. Oh Gott, was tust du da? Für das Zeug habe ich, glaube ich, gar kein. Da habe ich, glaube ich, gar keine. Frachtecke da, wo ich das hinpacken könnte, oder? Vielleicht da hinten? Warte mal, hier mal kurz gucken. Leani, wie sieht dein Treibstoff aus? EVA ist noch einiges an Treibstoff da, okay. Wir gucken mal ganz kurz, habe ich da schon irgendwo was einen Frachtraum hingepackt dafür? Ich hoffe, das hält hier, was ich hier gemacht habe. Aber ich denke schon. Nee, ich glaube, von so einem Frachtding habe ich noch gar nichts, ey. Ach, Dünger wollte ich ja auch noch mit hochbringen. Ich hatte ja extra die Undock-Luken hier gemacht schon. Für so noch extra Düngerzusätze. Aber die müssen dann eher flach sein. Zwei Stück, wenn möglich. Oder eine mit Dünger und eine noch andere Sache vielleicht. Ich überlege gerade schon, wie ich so ein bisschen bauen könnte und planen könnte. Naja, dann kann ich jetzt ja schon das nächste Ding designen. Den nächsten Abschnitt. Einmal die Front, würde ich sagen, mit dem Ring, weil da würde ich definitiv einmachen. Also würde ich sagen, ist es beschlossen, oder? Die Sanctuary wird irgendwann ein Schiff. Die wird umgebaut zu einem Schiff. Ich könnte noch mehr hier hin machen, ne? Nochmal Vierer oder so. So, Safety first. Nochmal vier Streben? Ich fände. Ah, komm, nochmal vier Streben. Ey, war ich gar nicht so scheiße, ey. Kannst du dich hier festhalten, Leani? Kannst du. Stimmt, das hatte ich ja extra hier eingebaut, damit man hier sich auch so ein bisschen festgrabben kann. Okay. Das wäre so hier auf der Höhe. Das heißt aber, ich müsste beim nächsten Mal wieder mehr so Sachen mit hochschicken. Und jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert, ne, dann würde ich sogar noch mehr
Stuff mit hochschicken. Vor allem jetzt weiß ich ja, dass es so funktioniert hier. Es verbraucht sich auch. Okay, das kann Leani eigentlich sogar behalten, weil das wird sie halt immer brauchen. Ah ne, das verbraucht ja gar nicht, das ist ja bloß das... Aber das funktioniert... Wahrscheinlich hätte sie das gar nicht gebraucht, oder? Egal, komm. Egal, passt schon so. Okay, das sieht aber gut aus. Jetzt haben wir nochmal 4 extra Streben dran. Also es ist, das sollte halten. Hoffe ich. Wie sieht das hier hinten nochmal aus? Okay. Ich will mit dem Antriebssegment dann auch so erstmal so einen langen Gang machen, bevor irgendwie... Ich würde das ganz richtig wie so ein fettes Megaschiff aufziehen. So, können wir dann noch Erweiterungen machen, ne? Man könnte auch noch hier ein Segment, man könnte auch das Ringsegment hier dazwischen setzen. Dass ich die Verstrebungen wegmache. Dann docken wir ab, packen das Ringsegment dazwischen. Dann wäre halt hier vorne immer noch so... Wir müssten auch das hier abschrauben. Und neue Antenne draufpacken, ne? Weil die hier ist halt nicht die neueste mehr. Das ist halt veraltet mittlerweile. Das heißt neue Antenne... Also die Station quasi aktualisieren, ohne sie aufgeben zu müssen. Wäre also auch noch eine Sache, die wir machen könnten. Ach doch, hier, guck mal, das hier sind doch... Sind das hier nicht die Frachtdinger für das... Ich glaube, das sind die Frachtdinger für das hier, ne? Das sind die, ja, ich glaube, das sind die... Ja gut, wenn ich weiß, dass ich das hier eigentlich nicht brauche, sondern wirklich das jetzt ausreicht, dann kann ich das in Zukunft weglassen. Wieso ist hier mal Wasser? Okay, da muss ich mir überlegen, ob ich das hier dazwischen packen will oder... Ah, wobei, ich muss das nicht, ich kann das nicht dazwischen packen. Doch, ich könnte es dazwischen packen. Das hier hat ja auch noch Monoprop, das Segment. Das heißt, ich könnte das wegschieben, das dazwischen parken. Das würde halt wegdriften dann nach einer Weile. Oder ich müsste es halt zur Seite schieben, ein ganzes Stück. Wenn ich es aber nicht wieder dazu kriege, ne, wäre es halt schon kritisch. Oder ich baue halt hier vorne ein neues Kommandokapselding an. Das wäre dann das Zwischensegment, was okay wäre. Ring mit Kommandokapsel und Kryokammern. Das ist dann so die Forschungsabteilung, wo man sich aufhalten kann, Lebensmittel und Co. Und da hinten ist ein Greenhouse und dahinter Antrieb. Das wäre okay. Was ich auch noch bräuchte, wären definitiv diese... Radiatoren für den Strom erzeugen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Die Stromerzeugungsteile. Weil man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass wir Solarenergie haben. Ne? Und vielleicht fliegt das Schiff dann im Endeffekt irgendwann auch mal weiter raus noch. Ganz weit raus. Okay. Okay, okay, okay. Also das haben wir erstmal. Da würde ich sagen, Leani, du kannst wieder an Bord gehen. Du hast es geschafft. Leanis erster Außenbordeinsatz ist ein voller Erfolg. Kann man nicht anders sagen. Die hier können wir noch dran lassen, weil ein bisschen haben die ja noch. Ich würde sagen, wenn das hier dann voll ist, dann würde ich das Ding abdocken und zurück holen einfach. Das hat, glaube ich, gar keine... Ich glaube, das hat gar keine... Nee, keine Fallschirme. Das Ding verglüht dann halt einfach, das knallt auf den Boden. Das ist mir dann egal. Hätte man natürlich auch noch zurückholen können, wäre machbar gewesen. Aber ist jetzt nicht so wichtig, denke ich. Okay. Station haben wir. Jetzt könnte ich nochmal ganz kurz gucken, ob es nochmal was Neues gibt wegen Missionen. Oder wir planen kurz mal zusammen das nächste Segment für die Station. Wollen wir kurz mal zusammen das nächste Segment planen?
Ich versuche ja immer in jeder Folge irgendwie was zu machen. Aber einfach mal vielleicht was bauen. Hätte vielleicht auch was, weiß nicht. Es hat nur 300. Ja, sowas wäre hier drin. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Was ist denn für der RFS-Treibstofftanks? Cargo-Container. Neue Engines hätte ich natürlich gerne. Ja, die, auch die hätte ich gerne. Okay, 500, ich spare. Ja, dann lasst uns doch mal gucken. Also wir brauchen ein neues Segment für die Station. Ich hatte ja, hatte ich schon mal eine Station, ich hatte ein zivilistisch, also ein Zivilisten-Segment mir überlegt. Das Ding ist, wenn ich halt wegfliege, also wenn wir das als Schiff umbauen wollen, dann packe ich da kein Zivil-Ding dran. Hier können wir gleich nochmal, bevor ich das vergesse, genau. Wo ich das vergesse und wieder mit dem Ding dann hochfliege irgendwann. So. Habe ich da schon eine Idee gehabt? Ich kann euch mal ganz kurz das genau Zivilstationspaar. Ah, da wollte ich anfangen. da habe ich noch nicht angefangen. Okay, ich wollte anfangen. Dann können wir hier gleich mal noch ein Ringsegment. So. Okay. Ich würde sagen, wir schicken das unbemannt hoch im Endeffekt. Das heißt, wir nehmen den KI-Kern. Den können wir belassen. Das sieht auch sehr cool aus, ne? So, nach vorne weg vielleicht so als... Ist das dieselbe Breite? Oh scheiße, es ist viel, viel breiter. Und das hat kein Scale. Ja gut, nee, dann nicht. Eher nicht. Also die Breite muss es haben. Das ist die Station momentan. Alles, was breiter ist, ist halt useless. Das nützt uns halt nichts. Das ist auch egal. Die Kuppel wäre auch interessant. Nach vorne. Aber ich hatte ja überlegt, dass wir nach vorne vielleicht so eine Art Schild auch einbauen könnten. Hier. Dass man sowas nach vorne macht. So ein Schild. Und dahinter ist dann der Ring und so. Und das ist quasi die Front. Schade, dass ich das nicht einfärben kann. Das finde ich irgendwie cool. So ein Strahlungsschutz nach vorne. So ein Standardding. Was haben wir denn hier so? Was ist denn das? Crew Habitat. Das ist aber ein fettes Crew Habitat. Da ist so ein bisschen Stuff dabei, oder wie? Ah, das ist zu groß. Ich will das Ding ja, ich will die Segmente ja auch nicht gigantisch lang machen oder so. Die sollen schon angenehm sein. So, hier haben wir den Ring. Das wäre die Größe, oder? Ja, das ist die Größe. Das wäre den Ring. Start Rotation. Das wäre ein Ring. Das wäre, glaube ich, der größte, den ich momentan habe. Ich hätte noch kleinere Ringe. Ja, da könnten die Kürbisse halt schön außen drauf leben. Wir hätten noch den hier. Da sieht man aber schon, ne, das wäre halt ein bisschen kleiner. Das wäre hier wie Durchgang und dann hast du halt vielleicht ein paar Zimmer. Oder so. Kann man nicht zum Starten auch klein machen, ist klar. Start Rotation. Ich meine, der würde mir, glaube ich, zusagen, muss ich sagen. Also der wäre, glaube ich, okay. Wir hätten allerdings auch noch den hier. Der ist noch kleiner. Ich weiß nicht. Also der würde ich schon den hier nehmen, wenn er denn schon. Denke ich mal. So, den hier. Der wäre schon ganz okay. Wie groß wäre denn theoretisch dieses Schild, wenn man das wirklich so in Betracht... Was ist eigentlich das hier?
Nehmen wir mal, wir ziehen das in Betracht, so zu machen. Zack. Das wäre so groß wie der Ring. In etwa. So Pi mal Daumen. Ein bisschen größer sogar als der Ring. Das würde alles schützen, ne? Es wäre cool, könnte man da nicht einfach... Ich will es halt nicht übertreiben, ne? Kann ich das mal wieder haben, bitte? Okay. Das setzt sich irgendwo da rein. Dann kriege ich es aber nicht wieder. Achso, das wäre quasi hier. Das wäre halt. Kann ich das nicht ein bisschen kleiner? Also kann ich das. Es wäre cool, wenn nur das hier so durchgucken würde. Oh, warte mal. Dann könnte man ja auch das hier so machen. Mantel, nein. So, weißt du, so eine Frage. Das hätte was, oder? Ey, komm, das wäre doch cool, oder? Wenn ich das jetzt wieder. Jetzt kann ich das nicht mehr einklappen? Lol. Ja, geht dann nicht mehr, wenn da was davor ist. Es müsste dahinter irgendwo attachen und dann müsste ich das da reinglitschen. So hier. Ja, prinzipiell so. Ja, genau so. Geht's noch eins höher? Das wäre ein bisschen cool, muss ich sagen. So hier würde schon reichen, ne? Jetzt ginge es sogar. Dass das quasi so Teil des Hitzeschildes ist, ne? Dahinter hättest du dann so einen Ring. Wie sägt denn das mit dem fetten Ring aus? Also rein hypothetisch. Sägt das oder sägt das gar nicht? Ja, es sägt halt schon irgendwie, ne? Sägt das schon. So. Gut, die Leute hier drauf wären natürlich nicht geschützt auf den Ring, ne? Das wäre natürlich ein bisschen... Was ich aber auch cool fände, wäre zum Beispiel, wenn man das so macht. So, ne? Vom Prinzip her. Und dann einfach so hier. Also nochmal was dazwischen. Vielleicht nochmal so ein Gang. Wie gesagt, das Schiff muss nicht gigantisch werden, ne? Das ist halt... Dass man so zwei so Ringe hat, weißt du? Das fände ich irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob das mit dem Schild hier vorne, aber irgendwie fände ich es cool, so ein Schild nach vorne zu haben. Aber so von zwei Ringen, die sich so gegenseitig rotieren. Ist es schon wieder too much? Ich weiß nicht, ob es wieder too much ist. Das Ding, also ja, irgendwie so in der Richtung. Aber ich finde das halt cool, dass man das so geil kombinieren könnte, ne? Ich meine, ich würde den ja auch nicht mehr einziehen wollen, den Schild. Wenn der einmal ist da oben, dann ist der da oben, ne?
Ich würde jetzt nicht irgendwie dann. Na, hier ist er drinne. Ich könnte noch das scalen. Guck mal, dann wär's ein bisschen. Oh, scheiße. Jetzt habe ich ihn nicht mehr. Wait a minute. Dann könnte man, wenn der kleiner gescaled ist. Dann hätte er so. Dann wäre er so. Ausreichend als Schild, ne? Ein Sega wieder vielleicht zu klein aus. Weiß auch nicht. Design zu finden ist halt nicht einfach. Das Ding ist, so eine Raffinerie hätte ich ja eigentlich auch schon gern oben auf der Station, ne, im Endeffekt. Reicht natürlich so eine kleine, wäre jetzt, muss es nicht die große sein, aber können wir natürlich auch hier dann so ranpacken, dass wir die irgendwie hier so hätten. Aber Kommandomodul wäre halt schon schöner. Raffinerie würde ich da irgendwo hinten mit hinsetzen. Könnte man jetzt, das große nicht. Jetzt können wir ja mal das. So ein kleines würde mir halt schon reichen. Sekunde. Kriege ich das? Scheiße, das kriege ich nicht, oder? Gehe ich, wenn ich das hier runter. Nein, nicht so weit. Nur die Kapsel. Die kleine wäre halt auch ausreichend, ne? Das ist ja vielleicht ein bisschen weird. Warte mal. Kleine Stücke müsste sie noch. Ja, so. Dann passt das sogar relativ gut. So, dann passt das nämlich sogar. Dann wäre das doch so ganz nice. Wirkt das dann wieder zu klein, oder? Der Schild hier oben. Das ist genau die Grenze, ne? Das sieht gut aus. Es hat was, das so zu sehen. Kann man denn von hier noch die Farben irgendwie... Tja, hier gibt es ein bisschen was. Ach, das ist nur da drin, ne? Okay. Geht das nur von dem Zentralding? Nein. Das bringt nichts. Darum geht's mir nicht. Das hier könnte man vielleicht noch was Kleineres finden, was das macht. Oder? Warte. Zack. Noch einmal, halt, noch einmal bitte. Könnte man doch einfach so designen, theoretisch. Dann könnte man hier oben vielleicht das Ganze. Wenn man das hier wegnimmt.
Achso, ich muss das. Achso. Direkt an den Kern ran. Können wir die Schüsse noch runtersetzen, das Ganze? Und wir hätten trotzdem die Ringe. Ich glaube, ich muss diesen Schild weglassen. Weil ich das halt cool fände, nach vorne so ein Schild zu haben. Aber ich glaube, das passt halt einfach nicht. Aber dieses Ringsegment so hier, ne? So. Zwei gegenläufige Ringe. In der Mitte sowas. Das zwischen Greenhouse und das, was wir schon oben haben, so zwischen dem Kern. Das fände ich richtig gut, ne? Das fände ich richtig nice. Das ist so schwierig, ey. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Und erstmal für die kleine Aufnahmesession. Ich denke, wir hören und sehen uns dann die Tage wieder bei den nächsten Folgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.